Herzlich willkommen in Woche Nummer 3. Heute ist Dienstag. Gestern Abend bin ich im Dunkeln gelaufen, deswegen hatte ich die Kamera nicht dabei. Gestern Abend gab es 2 Kilometer Intervalle in 4,45er Schnitt. Zwischendrin 500 Meter Trab und 2 Kilometer Ein- und Auslaufen. Das war meine Einheit gestern. Hat gut gefetzt, aber wie gesagt, war zu dunkel, um die Kamera mitzunehmen. Heute am Dienstag geht es für mich, wie könnte es anders sein, auf einen Recovery Run in Herzfrequenzzone 2. Ganz gemütlich, 6er Schnitt, eine Stunde ist angesetzt, 60 Minuten. Ich laufe jetzt gerade hier über den wunderschönen Damm und bin jetzt aber auch bald wieder zu Hause. Ich habe ein schönes Rohr gefunden. Das lädt auch ein, um coole Fotos zu machen. Definitiv mache ich jetzt mal ein paar Bilder hier. Oh, guck mal. Hallo, Echo. Schön. Am Freitag spät am Abend ging es auf einen 45-minütigen Lauf in Herzfrequenzzone 2 bis 3. Moinsen, ihr Lieben! So, erstmal sorry, dass ich es nicht hinbekommen habe, so wie ich wollte, das Filmmaterial zusammenzuschneiden. Ich habe es nicht mal geschafft, so wie ich wollte, meinen Trainingsplan einzuhalten, so dass es ganz, ganz viele Abweichungen gab. Ja, und ich meinen Trainingsumfang drastisch reduziert habe. Grund ist einfach gewesen. Keine Zeit, zu viel zu tun gehabt, zu viel Arbeit, Ferien, Schulferien, was auf jeden Fall richtig, richtig geil ist, das wollte ich euch wissen lassen. Ich habe mich angemeldet für meinen ersten Backyard-Ultralauf. Und was es genau damit auf sich hat, erkläre ich euch im nächsten Video, denn der Backyard findet schon am Samstag statt. Ich nehme die GoPro mit und werde natürlich alles für euch aufnehmen und zusammenschneiden. Ich freue mich riesig. Auch am Sonntag war ich in der Dunkelheit los, sehr früh morgens, ohne Kamera. Es gab 60 Minuten Recovery Run in Herzfrequenzzone 1. Was soll ich euch sagen, ihr Lieben? In dieser Woche gibt es nicht wirklich viel Filmmaterial. Ich habe es schon gesagt, ich bin viel in der Dunkelheit unterwegs gewesen. Da macht es keinen Sinn zu filmen und habe meinen Trainingsplan diese Woche extrem angepasst aufgrund von Zeitmangel und deswegen diesmal ein kurzes Video. Wir werfen mal einen Blick auf meine vergangene Trainingswoche. Am Montag gab es die Intervalle. Das war ordentlich knackig. Am Dienstag habe ich einen Recovery-Lauf gemacht, 60 Minuten. Mittwoch und Donnerstag zwangsmäßige Ruhetage, weil viel Action, viel los gewesen, keine Zeit. Am Freitag ging es dann nochmal auf 45 Minuten in Herzfrequenzzone 2 bis 3. Am Samstag ein längerer Lauf mit 90 Minuten. Und am Sonntag habe ich nochmal einen 60-Minuten-Lauf gemacht. Nicht alles so, wie ich es mir vorgestellt habe, aber trotzdem eine schöne Woche. Ich habe es angeteasert, im nächsten Video werdet ihr einiges über Backyard-Ultra-Läufe erfahren. Ich nehme euch mit zu meinem ersten Backyard-Ultra. Wenn ihr dieses Video seht, bin ich vielleicht gerade zu Hause vom Backyard-Ultra. Ich werde das Video am Sonntagabend veröffentlichen. Mein Lauf ist Samstag, also quasi einen Tag vorher. Und im besten Fall bin ich Sonntag fertig. Und werde dann das Video schneiden. Ich freue mich schon drauf. Ich bin schon richtig heiß drauf. Hab natürlich auch das Thema Spendenlauf im Hinterkopf. Deswegen werde ich auch gucken, was ich mache, was geht, wie weit ich es treibe. Aber das wird eine coole Sache. Seid gespannt. Wir sehen uns. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst mir ein Like da. Kommentiert. Meine Videos brauchen mehr Reichweite. Deswegen abonniert bitte meinen Kanal. Das würde mich richtig freuen. Und zuletzt, wie immer meine abschließenden Worte, ihr Lieben, bleibt gesund, bleibt stabil und das Allerwichtigste von allem, bleibt in Bewegung. Wir sehen uns, wir hören uns, macht's gut, ciao, ciao.